Einen wunderschönen guten Tag. Mein Vortrag löst wahrscheinlich eine diverse Diskussion aus. Ich führe die Diskussion auch immer mit mir selber. Das ist auch okay. Es geht ja darum, warum ist der Linux-Desktop ja nicht in den Köpfen oder überhaupt auf den Desktops angekommen. Es gibt dafür sicherlich viele Gründe. Und ich möchte das mal so ein bisschen beleuchten. Ich habe auch vorhin die Diskussion mitgekriegt in dem Vortragsbereich, warum kommt das nicht so voran oder besser, warum altert die Community? Ich bin das beste Beispiel dafür. Und hier muss ich einfach mal drüber nachdenken. Ich habe mich in den letzten Monaten sehr intensiv damit beschäftigen dürfen, wie das denn so aussieht im Desktop-Bereich. Und dass ich jetzt hier ein OpenSUSE benutze und mit KDE arbeite, das ist einfach eine Gewöhnung. Das hat jetzt mit der Vorliebe sicherlich auch zu tun, aber es ist einfach, was die Gewöhnung angeht, meiner persönlichen Person, völlig subjektiv. Und ja, ich habe da meine kleine Folienpräsentation vorbereitet, aber die soll eigentlich nur zu bestimmten Teilbereichen in der Diskussion anregen, die ich dann gerne auch danach noch mit allen führen darf, kann, soll, will. Und dafür habe ich ja hier jetzt unter Hyper-V, vorhin hatte ich ja Boxmox, meine favorisierte Linux-Distribution an Plasma KDE. Ich habe da jetzt kein großes Knopfhoff reingelegt. Knopfhoff ja, aber jetzt nicht irgendwie alle Icons auf dem Schirm platziert oder was auch immer getan, bewusst nicht getan. Ich habe nur 168 Aktualisierungen. Okay, das hätte ich vielleicht machen sollen. Das ist ein OpenSUSE Tumbleweed, also ein Rolling Release, sehr gewöhnungsbedürftig in der Produktion mit Bedacht einzusetzen. Aber darum geht es weniger. Es geht ja hier um den Linux Desktop. Wenn ich das aus meiner persönlichen Sicht mal betrachten möchte, kann ich ja mit diesem Desktop, so wie ich ihn jetzt hier hätte, arbeiten. Ich könnte meine Briefe schreiben, ich könnte meine Präsentation öffnen, was ich gleich tun werde. Die Konsole ist ja bewusst in diesem Umfeld eigentlich ausgeblendet, befindet sich dann unten auf dem SUSE Chameleon. Und ich bin hier tatsächlich in einem Umfeld, wo man arbeitet. Und da kommen wir schon so ein bisschen in diese Richtung. Fakt ist, mit Windows kann man auch andere Sachen machen. Neues Betriebssystem dahinterher installieren, Virtualisierung starten, Docker aktivieren, etc. etc. Also sehr viele Sachen machen, die mich persönlich als Microsoft-Trainer natürlich interessieren. Aber ich arbeite auch ganz gerne mit dem Computer. Stichwort richtig arbeiten. Also Briefe schreiben nicht. Skripte schreiben, ich habe noch keines meiner YouTube-Videos mit irgendwelchen Skripten gemacht. Ich mache das immer frei, weil ich auch im Unterricht, den ich in den letzten Jahren durchführen durfte, immer frei gearbeitet habe. Gut, ein bisschen Leitlinie schon, aber normalerweise relativ frei gearbeitet habe. Und ich habe mal hier ein paar Diskussionsgrundlagen aufgebaut, das verstehe ich gar nicht hier, ne, noch nicht wieder hergestellt. Ich habe das vorhin einfach geschachtet und gespeichert. Und ich mache das mal an und muss da mal ein bisschen weiter ausholen. 2004, wir haben jetzt 2022, also 18 Jahre her, habe ich mich in den Zug gesetzt, morgens von Kassel aus. Ich bin nach München gefahren zu Systems. Damals gab es noch mehrere Computermessen in Deutschland. Neben der CeBIT halt auch die Systems. Auf dieser Systems waren Menschen, Hageldorn oder so ähnlich,
die also sich wirklich mit KDE, mit SUSE, mit OpenOffice beschäftigten. Und ich weiß noch, es war recht an der Ecke so ein Stand, wenn man so reingekommen ist in das Messegelände, in die erste Halle. Und da war ganz groß oben drüber Linux Desktop Reif. Also ist wirklich jetzt auf dem Desktop angekommen. Ich fand das toll. Also erstens wusste ich, dass man mit einer CD relativ schnell installieren konnte. Zweitens fand ich OpenOffice cool. Und drittens fand ich es faszinierend, dass ein Produkt, was erst ein paar Jahre alt war, vom Kernel, ergänzt mit vielen, vielen zusätzlichen Programmen, dort doch sehr, sehr viel bewegt hat. Abends im Zug zurück, wir haben noch einen Abstecher gemacht, wir waren zu viert, zu den Nürnberg Ice Tigers, haben dann noch ein bisschen Eishockey geguckt und sind dann nachts zurückgefahren und eigentlich wollten wir ruhen. Wir haben nicht geruht im Zug. Wir sind bis nach Göttingen gekommen, mussten dann von Göttingen zurück nach Kassel und haben die ganze Zeit darüber diskutiert, wann denn nun Windows endlich abgelöst wird. 2004 war momentan, ist mir gar nicht bewusst, was für ein Windows das war. Müsste ich gerade mal kramen. Hatten wir schon XP? Kann schon sein, 2004. Und man muss sagen, wir sind da zu keinem Ergebnis gekommen. Und natürlich muss man sich überlegen, woran kann das Ganze gelegen haben und woran liegt es heute? Vorhin in der Diskussion hieß es, Open Source, Datensouveränität. Darum geht es auch, sicherlich. Aber in meinem Gedankengut war, als ich diesen Vortrag eingestellt habe, die Idee im Hintergrund, warum, verflucht nochmal, bekommt man es bei den Benutzern, egal wo, nicht hin, dass sie die Akzeptanz für ein solches Desktop-basierendes System wie Linux doch vielleicht in Einsatz bringen. Wir reden nicht über verwaltungstechnische, makrobasierende Excel-Programme mit Access VBA bestückt oder was auch immer. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht schlicht und ergreifend darum, das rohe Desktop-System in Einsatz zu bringen. Wir reden auch nicht darüber, dass es nicht möglich gewesen ist, in einer Großstadt nach 10 Jahren 15.000 Rechner sinnvoll zu bestücken, was mir völlig schleierhaft ist, auch wenn ich vorhin gerade das M23 mir kurz angeguckt habe in der Zwischenpause. Es ist mir schleierhaft. Es ist mir schleierhaft, warum das nicht funktioniert hat. Mir ist sehr wohl bewusst, dass die Lobbyarbeit in dieser bewussten Großstadt, steht auf dem Schirm hier, mit dazu beigeführt hat, dass das nicht sinnvoll angenommen worden ist. Wer aber die Diskussion in den Medien verfolgt hat, sofern sie denn stimmig gewesen sind, waren es in der Regel auch die Endanwender, die Benutzer, die dazu ein bisschen was gesagt haben und denen es einfach zu komplex oder zu schwierig gewesen ist. Das sind die gleichen Anwender, die, wenn die heute Windows 11 kriegen, weil sie vorher Windows 10 hatten, sagen, warum ist das Menü jetzt in der Mitte? Das ist die gleiche Fragestellung, aber es ist halt Windows und nach 2-3 Tagen ist da Ruhe eingetreten. Der Bildüberblick zeigt, wir haben ja eigentlich sehr gute Auswahlen, was den Desktop und die Desktop-Oberfläche vor allen Dingen angeht. GNOME in erster Linie sehr weit verbreitet. Das System sehr ansprechend gestaltbar, Cinnamon oder wie heißt das? Cinnamon heißt das, glaube ich. Sehr gute Oberfläche oder nehmt Linux Mint oder was auch immer. Das ist doch fast ein Windows-System. Daran kann es nicht liegen. Oder KDE Plasma. Was mir persönlich am besten gefällt, vielleicht weil ich da, wie wir gleich sehen werden,
schön dran rumspielen kann. Das kann ich mit GNOME sicherlich auch. Mit Mat Desktop eben gerade gesehen, es hat die etwas kleinere, sehr viel sinnvoll anpassbare Oberfläche oder auch LX.de. Ganz schneller Oberflächenbereich, Oberflächenmanager, der uns zur Verfügung stehen könnte, neben vielen, vielen anderen, die wir immer wieder mal als Aktualisierung oder als kleine Neuheit in der Oberfläche sehen. Und alleine da sieht man schon, wenn man bei DistroWatch guckt und man sieht, wie viele Linux-Distributionen sich dort aufblättern und an welcher Position sie manchmal sich wiederfinden. Und dann auch mal wieder steigen, vielleicht weil gerade eine neue Oberfläche dazugekommen ist oder auch nicht. Da muss ich mich fragen, woran liegt das? Spielen will ich in der Firma nicht. In der Firma will ich nicht spielen. Ich will doch nur in der Firma arbeiten. Und natürlich kann ich meine Post auch abholen. Warum denn nicht? Die Post bei 365, oh, das wird schwierig. Das ist problematisch. Da muss ich ein paar Euro investieren, um die Exchange-Umgebung in der Cloud mit verwenden zu können. Aber KDE, für mich das favorisierte Umfeld, ist flexibel genug. Ich kann da auch ein bisschen dran rumspielen. Ich kann auch, wenn ich dann das so haben möchte, dass die Wetter-App mit auftaucht, mein Gott, dann baue ich halt dieses Mini-Programm der Wetter-App irgendwo mit ein, wenn mir es nicht reicht, aus dem Fenster zu gucken. LibreOffice reicht, aber hat Einschränkungen. Das muss man schon sagen, der Endanwender würde sich über dieses LibreOffice sicherlich ja nicht beschweren, weil es sind verschiedene Dinge, die sind besser, anders als in Microsoft Office, auch im neuen Microsoft Office-System. Er wird aber dann wirklich diesen einen Haken suchen, der vielleicht die Zusammenarbeit beeinflusst, die er gar nicht kennt aus Microsoft 365 beispielsweise. Er kennt gar nicht alle Apps. Er kennt kein Power Automate oder Power Apps und er kennt auch kein Power BI. Das interessiert ihn gar nicht. Der will sein Excel, sein Pivot, der will sein Word und sein Brief schreiben, vielleicht auch noch ein Buch. Der will seine PowerPoint-Folien vielleicht auch ein bisschen mit Bewegung hinterlegen. Mehr will er doch eigentlich gar nicht. Das kann er alles machen hiermit. Und es ist tatsächlich sinnvoll einzusetzen. Wenn wir uns das aber mal angucken hier, Ubuntu liegt auf Platz 7 im DistroWatch-System. Mint, was ich sogar verstehe, auf Platz 3. Ich kenne da jemanden, der liebt Mint. Und ich liebe halt mein OpenSUSE, Platz 11. Ubuntu ist von der Umfang her recht praktikabel. Mint, von der Oberfläche her, glaube ich, sehr einprägsam und auch für den Endbenutzer sehr gut verwendbar. Und das OpenSUSE mit seinem mächtigen Programmvielfalt für viele Administratoren zu viel. Aber heute ist es ja so, ich bin ja im Ubuntu-Bereich nicht im Enterprise-Geschäft. Ich habe einen Enterprise-Server, wenn ich will, ja. Aber so richtig im Enterprise-Geschäft, Mint, nein, das ist eine Desktop-Umgebung. Und das OpenSUSE wäre ja in der Lage, im Enterprise-Geschäft sich zu platzieren, inklusive seines entsprechend dahinterliegenden Enterprise-Server. Aber darum geht es nicht. Der Server, den gibt es sicherlich irgendwo. Der macht einen NFS-Share, der macht vielleicht einen SMB. Der funktioniert. Es geht um die Akzeptanz dieser Oberflächen. Und die Benutzer sind nämlich das entscheidende Element. Wenn man das manchmal dann zeigt, auch ich in meinen Unterrichtseinheiten,
von Ungläubigkeit aufgrund der Einfachheit heutiger Linux-Distributionen, vielen ist im Kopf, die Command-Line. Die wollen die Command-Line, nein, die will ich nicht. Ich will keine Command-Line, Herr Burgdorf. Also hören Sie mir auf, wir machen hier das alles nicht. Und wenn ich dann mal im Unterricht, wo eigentlich Windows-Server gezeigt werden und unterrichtet werden, wenn ich dann mal sage, ach, wissen Sie was, hier, ich will Ihnen mal die Protokolle zeigen, ja, das geht ja nicht. Dann nehme ich halt eine Linux-Distribution, lasse ich im Hintergrund installieren und starte schlicht und ergreifend so was ganz Einfaches zum Anschauen, wie Wireshark, und gehe dabei nicht einmal auf die Command-Line. Das ist diese Ungläubigkeit, weil viele haben im Kopf, oh, ich muss, um das zu installieren, muss ich dahin und auf die Command-Line und diese ganzen kryptischen Befehle. Das müssten Sie ja bei Windows auch, die Herren Administratoren, die ich in der Regel in meinen Unterrichtseinheiten habe. Denn PowerShell ist im Prinzip nichts anderes. Sogar ein bisschen ähnlich. Und wer einmal in Azure geht, Microsoft Cloud, ne? Azure, der hat die Wahl zwischen PowerShell oder Azure Shell und der Bash. Und da kommt ja schon der Punkt, wenn Microsoft das an ihren Umfeldern nicht favorisiert, sondern teilweise sogar als Alternative anbietet, dann ist dort die Command-Line zwar gut, weil JSON ist der Standard, aber das, was heute in den Desktop-Umgebungen fehlt, ist tatsächlich die Benutzerakzeptanz. Und ich habe vorhin gerade was mitbekommen in der Diskussion, wo es hieß, uns fehlt in der Bildung, in dem Umfeld, wo die jungen Leute kommen, da fehlt was. Ich hatte vergangene Woche einen 24-Jährigen und einen 36-Jährigen im Unterricht. Thema war Windows Server 2022. Der läuft bei mir eigentlich immer relativ identisch ab. Und am dritten Tag zeige ich dann Protokolle wie LLMNR, IPv6 etc. pp., dass man sieht, was bei Microsoft ja mittlerweile relativ schwer geworden ist, weil die alle diese Dinge wie Network Monitoring etc. pp. Weggemacht haben. Und im Unterricht über Hyper-V lasse ich das Ganze dann einfach starten und klicke mich da einfach nur durch. Gut, ich weiß, wo ich hinklicken muss, das ist okay. Das weiß ich bei Windows aber auch nach einer gewissen Zeit, dann wüsste ich das bei dem Umfeld hier auch. Der Einsatz von Linux in Unternehmen würde sicherlich gerne gesehen, Lizenzkosten, Sicherheit etc. pp. Aber das scheitert seit Jahren aus dem, und das ist vorhin in der Diskussion auch relativ gut nochmal hervorgetreten, es scheitert einfach darum, was mein Kopf ist. Ich bin ja auch so einer und ich bin jetzt in Windows. Ja, ich bin in Windows. Ich mache das Fenster zu mit Windows. Ne? Das ist ja zwar mein Geschäft, ne? Aber Windows. Ja, Windows. Ja, ich habe jetzt kürzlich einen Kunden gehabt. Ne? Können wir da mal mit Kali gucken? Sag, ja, können wir machen. Das macht schon Spaß. Ne? Das funktioniert auch toll. Und in den heutigen Versionen von Kali Linux, um die einfachen Sachen zu testen, da brauche ich noch nicht mehr Command-Line. Ja, nicht immer Command-Line-Features, sondern es funktioniert auch so, kann ich mir aus dem Menü doch relativ viel zurechtklicksen. Der Vorteil von Microsoft Windows ist einfach diese Massenhaftigkeit der Installationen in Unternehmen. Es kann doch nicht sein, dass ich irgendwo hinkomme und sage dem Kunden, du, hör mal zu, wenn du Teams machst, kannst du auch Linux benutzen. Ja, warum? Das Binärprogramm gibt es doch nicht mehr. Also das Binärprogramm unter Linux, Microsoft Teams, wird nicht mehr weiterentwickelt, weil die Webbrowser-Variante ist um ein Vielfaches besser geworden. Da guckt er mich ungläubig an, ja, aber unter Windows. Genau das ist der Punkt.
Der Kopf sagt, es ist Windows und ich kann mit Windows arbeiten. Viele Unternehmen gehen ja auch davon aus, die machen ja gar keine Schulung mehr für den Benutzer. Die gehen ja nicht hin und sagen zu dem Benutzer, du komm, wir machen jetzt für dich eine Linux-Schulung oder eine LibreOffice-Schulung oder was auch immer. Nein, die sagen, also mit Windows kennen Sie sich ja aus. Kennen Sie sich ja aus. Ja, ja, habe ich zu Hause, das funktioniert, da kenne ich mich mit aus. Und mit Office, ja, mit Briefschreiben habe ich auch schon gemacht. Und Outlook, ja, kenne ich auch. Da hört es aber dann meistens schon auf, weil Outlook, als Beispiel, nehmen dann auch viele und sagen, ach, ja, das ist ein Mailer. Ein Mailer ist das, kann ich Post mitmailen. Dass das mehr ist, wissen die meisten wahrscheinlich nicht. Das Ganze scheitert seit Jahren an den Ideen und die heutige, mein Beispiel hier KDE, weil in den anderen bin ich leider nicht so firm. Ich gucke mir immer die Videos von Linux Guides an und denke mir, ja Gott, Mint kann ja genauso viel oder besser. Ich bin da immer ein bisschen einseitig orientiert, ist dem Alter geschuldet. Mit 61 sieht man das Ganze ein bisschen anders. Ich bin mir aber sicher, dass wenn wir uns das angucken, dieses saubere Desktop, und ich gucke mir das an und auch hier die Aktualisierungen, Mensch, da musstest du so vorher, ne? Musstest du früher hier hingehen und musstest in die Konsole sprinten und dann musstest du dich anmelden und musstest dein Kennwort eingeben. Das macht doch heute kein Endanwenderverkehrskennwort. Das gebe ich gerade wieder verkehrt ein, ne? Nee. Und natürlich, wenn man dann im Unterricht oder beim Kunden, wenn man als Administrator zum Benutzer hingeht, sagt du, ich muss da gerade den Command Line, da macht er schon die Hände zusammen. Ne? Dann sagt er schon, nee, das will ich nicht mehr. Und wenn er dann so etwas sieht, ältere Kundschaft können sich dann noch erinnern, die sagen dann, oh, ach, noch ein Commander, und das kenne ich, ja, ja, das ist ein tolles Produkt gewesen, ja. Gewesen. Ne? Das ist aber hier genauso toll. Ups. Und die Menschen denken, dass ich jetzt hier was eingeben muss, obwohl ich das tatsächlich ganz anders handeln kann. Ich kann nämlich hier hingehen und kann das ganz normal wie Windows. Dann sagen du, ich bin hier ganz normaler User und ich installiere mir jetzt hier einfach die Updates im Hintergrund, ohne dass ich auf die Command Line muss, ohne dass ich irgendetwas öffnen müsste. Es gibt Problemstellungen ausreichender Natur. Wenn man beispielsweise mal vergleichen möchte, deswegen habe ich immer als Beispiel hier oben hingenommen, ne? Calculator. Ja, ist ein Rechner, der macht doch genau das, was er machen soll. Gar keine Frage. Ne? Und das ist ein ganz normaler Taschenrechner, der rechnet so wie eine normale Umgebung. Problem ist, wenn ich hingehe und sage, ich möchte einen wissenschaftlichen haben, der kommt auf die Idee, auf diesen Pfeil da oben zu klicken. Ne? Das kann man nur, indem man den Kolleginnen, den Benutzern, das auch alles mal ein bisschen näher bringt. Die einfachen Dinge, wie ein Foto zu bearbeiten, würden ja in dem besten Dateimanager neben Explorer, alles darf mal gelacht werden. Dolphin ist nun mal ein tolles System und ist ja ähnlich aufgebaut, aber das reicht den Leuten nicht, das ist nicht bunt. Ja? Es ist hoch, es ist nicht bunt, das ist nicht bunt genug. Hier gibt es ja, ne, diese persönlichen Ordner, jetzt werden sie erst farbig, aber das sind meine Desktop-Icon und hier ist alles in blau. Oh Gott. Keine Farben hier unter Windows 11, das geht nicht, Herr Burgdorf. Also damit komme ich nicht klar. Also ich kann das ja gar nicht richtig erkennen. Das funktioniert bei mir nicht. Ne? Im Kopf funktioniert das nicht. Das ist das Problem. Es ist der Kopf, der damit spielen muss. Und wenn wir es nicht schaffen, Desktop-seitig allen mitzuteilen, das ist eure Möglichkeit. Wir brauchen Schulungen.
im Unternehmen, wir brauchen aber auch Schulungen in der Bildung, da muss es nämlich losgehen. Aber da wird es nie oder wenn, dann nur ganz selten ankommen. Wie machen das denn andere? Bad Schwalbach, seit 10 Jahren oder 12 Jahren erfolgreiche Linux-Anwender. Okay, teilweise mit dem Windows Remote Desktop System dahinter, weil es einige Applikationen in der Verwaltung gibt, die man nicht nur an Linux laufen lassen kann. Aber ansonsten ist das Desktop-System meines Wissens standmäßig immer noch Linux. Der Vorgänger des heutigen IT-Chefs dort, ich glaube, der hat im Serverraum gepennt, auf so einer Club-Couch oder so, weil das kostet ja sehr, sehr viel Mühe, sehr, sehr viel Zeit. Da muss man die Schulen mit einbinden, die Unitäten mit einbinden. Und genau das haben die gemacht. Der Desktop der britischen Polizei ist Linux. Da haben die gar kein Problem mit. Ne? Die haben kein Windows, die haben Linux. Aber wie haben die es gemacht? Die sind nicht hingegangen und haben da eine riesen Huawei gemacht und jetzt kommt Open Source und das bringt wenig Geld und es kostet weniger und Lizenzkosten und überhaupt nö. Die haben fertiggestellt, haben gesagt, hier, frisst oder stirbt. Und das ist genau der Punkt. Entweder ich mache es sanft, dann komme ich nie zum grünen Zweig. Da bin ich mir relativ sicher. Wir machen es über Veranstaltungen, wie hier die TUX-Tage, Kilux, was auch immer. Denn die Systems als Messe hat zwar einen riesen, da war ein riesen Auflauf vor dem Stand und da waren Diskussionen, da war ja auch so die Anfangszeit von Linux und es gab noch wenige Projekte. Ubuntu war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren. Es gab wenige Projekte und das Hauptprojekt war halt KDE und halt OpenOffice oder halt entsprechende Applikationen. Wenn ich heute hingehe und sage, das ist doch ganz einfach, guck mal, wenn du deine Bilder bearbeiten möchtest, dann gehst du einfach hin und machst einen Doppelklick, das ist doch wie unter Windows. Jein. Ne, der ist Pinter hier unten, wie unter Windows. Ne? Ja. Und hier bin ich bei meinem Bearbeitungswerkzeug, da kann ich ganz genauso arbeiten wie unter Windows. Es ist halt nur hier, ne? Im Vergleich zum normalen Windows-Foto ist das teilweise sogar noch ein bisschen angenehmer, ganz abgesehen von dem Bild, das ist doch süß. Und diese Spielerei, die ich ja leider Gottes sehr gerne mache, wer meine Videos kennt, der weiß, ich habe bei jedem Video ein anderes Hintergrundbild. Ne? Ich bin ja so der Spielratz unter der Sonne, was das angeht. Aber das ist genauso wie unter Windows. Ne? Das kann ich doch hier genauso betreiben wie unter Windows auch. Das ist doch gar kein Problem. Und die Anpassbarkeit in meinem Beispiel hier von KDE würde ja auch ausreichen. Oder nehmen wir das Wetter. Wetter, ne? Immer wieder gefragt, ja, im Windows, ne, da unten steht 6 Grad Nebel hier. Und ich möchte meine Wetter-App haben. Sag ich, ja, hast du doch hier unten ist deine Wetter-App, ne? Ja, Wetter-App, alles gut. Das reicht den Leuten nicht. Ne, die wollen das unten angezeigt haben, dass es nebelig ist. Das sieht man hier zwar ganz wenig, was ist Nebel? Ne? Was ist der Nebel? Oder wenn man hier so hinschaut, das ist doch ordentlich organisiert. Da ist doch alles an Bord, was ich brauche und was ich nicht brauche oder was ich meine zu brauchen. Weil dann hole ich mir das, ne? Dann gehe ich hier hin, schnapp mir, und jetzt wird jeder gleich brüllen, meinen kleinen Firefox. Und da gucke ich doch mal, habe ich wirklich wieder Internet? Scheint so, hoffe ich mal. So, jetzt gucke ich mal, ne? Ich will den Edge-Browser für Linux haben. Ja, Linux, macOS, ja, unter macOS würde ich mich nicht trauen. Aber hier, ne? Bin mal ganz mutig. Oh, hier. Depp. Oh, Depp ist doof. RPM ist gut. Aber war eben auch schon der Punkt, ne? Wo du dann sagst, ja, kacke, ne? Warum haben die hier, ne, RPM? Akzeptieren und herunterladen. Red Hat Packet Manager, oh, File Not Found, oh, Microsoft, was hast du gemacht, ne? Mein Beispiel hat nicht funktioniert. Ne? Oder nächstes Beispiel,
Editor. Editors ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ne, Visual Studio Code. Ich habe jetzt dafür die verkehrte Oberfläche, weil ich weiß, dass es für KDE eigentlich hier keine Download-Option gibt. Das muss man tatsächlich dann ein bisschen ändern. Versuche es mal hier. So, da oben wird es runtergeladen. Ja, es ist schon ein bisschen anders. Ne? Also das nur und Download läuft, öffnen mit Discover, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Ich müsste jetzt auf die Command-Line tatsächlich, ne? Und RPM durchführen. Minus i und installiert das bitte zwanghaft. Und aber vielleicht geht es auch mit Discover. Siehe da, Code 1. Okay, unbekannter Autor. Aber wie man tried. Passwort für gut, jetzt muss ich nur das Richtige eingeben. Also ich musste gar nicht auf den Command-Line, oh Gott sei Dank. Die Installation wurde abgebrochen. Also schon bist du außen vor. Was unter Windows so einfach funktioniert, hast du hier erstmal völlig gelost. Also gehst du ja mal in Snappy, in Discover-Mode. Gibt es auch für KDE, ne? Kann man hier schön gucken, was man alles so braucht. Und natürlich kann ich mir jetzt das installieren. Ne? KDN Live, wer YouTube-Videos macht, kann damit sicherlich ganz gut umgehen. Bei mir hagelt das manchmal ein bisschen, deswegen bin ich wieder davon weggegangen. Aber ich habe 2-3 Videos mit KDN Live gemacht. Ja, ich bin jetzt beim anderen Produkt, mache das damit, also OBS und Camtasia. Aber wenn ich jetzt gucke, ich möchte jetzt hier so ein Produkt zum Entwickeln, ne? Also einen Editor, einen vernünftigen Editor. Visual Code. Das wird nicht, ne? Was wäre ein vernünftiger Editor? Theme, ne? Ja. Vernünftiger. Dann ist schon vorbei, ne? Dann ist das mit dem Desktop vorbei. Wenn ich dann Theme zur Verfügung stellen müsste als Editor, anstatt beispielsweise Kate, ist ja mit an Bord hier. Das wäre dann blöd. Ne? Also da bin ich wieder bei diesem Punkt im Desktop-Bereich, der ne, beim End-User, der macht, will ich nicht, und Visual Code geht auch nicht, und das kann doch alles gar nicht sein. Und ich habe einen Desktop, auch in meinen Videos, so Visual Code und Microsoft Edge drauf ist, wenn man es unbedingt braucht. Aber es reicht doch, was ich hier zur Verfügung habe. Ich habe ein Grafikprogramm, ich habe ein Textprogramm, ich habe sogar ein Mail-Programm, wobei ich zugebe, dass KDE in diesem K-Mail, ja, das ist sehr, sehr schön. Von Optik her sehr viel Mühe reingesteckt, aber mein 365-Account mag der gar nicht. Und ich habe hier 8 GB bereitgestellt und 4 Cores. Typisch, ne? Dieses, ja, das läuft auf einer SSD, auf einer sehr schnellen SSD und bricht also zusammen. Und wenn ich jetzt hier hingehe und sage mal hier meine E-Mail-Adresse, kann ruhig jeder mitlesen. So, jetzt gebe ich mein Passwort ein, kann natürlich nicht jeder mitlesen. Das denke ich mir, das ist wie unter Windows, wie unter Outlook oder dem alten Outlook. Ne? Dem neuen Outlook kann ich auch keine zusätzlichen Konten mehr anlegen. Einmal Postfach, Outlook 365, passt. Achso, vielleicht soll ich mal Zugang hinzufügen kriegen. Ich habe keine Verschlüsselung. Zurück. Klassisch. Ja. Passwort-Hinterlegung, ne? Das ist schon wieder. PGB vielleicht mal installieren. E-Mail-Konto Inhalt von Versenden. Ja, nochmal. Ja, wird das alles abgeholt. Ja, Outlook.com ist ja von der Web-Oberfläche letztendlich. Da kommt der ganze Kram. Vielleicht, also die Ordnung kommen auf alle Fälle. Ausgehende Bild verschlüsseln? Nee, kann ich nicht. Ne? Kann ich nicht tun. Und. Ei, B
Ich habe mich selber ausgekippt gerade. Eieiei, bin ich blöd. Hätte ich vielleicht mal eben machen sollen. Ne? Schon geht's wieder los. Ne? Der ist top. Da liegt es drin, diese nicht vorhandene Einfachheit. Vielleicht auch, weil ich nicht richtig gelesen habe. Ne? Das gebe ich gerne zu. Ist leider, ich kann nochmal ganz schnell gucken. Was habe ich gemacht hier? Oh ja. Ja. Leer ist leer. Ne? Leer ist doof. Jetzt kriege ich wahrscheinlich einen Riesenschwung an Spam-Mails. Macht aber nichts. Also gut. Antwortadresse. Ich hätte neulich 3000 Mails morgens da drin. Wahrscheinlich, weil ich das hier so gemacht habe. So. Okay. Wird auch trotzdem nicht funktionieren, befürchte ich. So, das kann ich gleich nochmal machen. Dass ich eben zu schnell überschlagen habe. Jawohl. Zugang hinzufügen. Das kann ich nicht verschlüsseln. Das auch nicht weiter. Jetzt habe ich das richtig gemacht. Ja. Ja, wenn man das richtig liest, dann passt das auch. Und oh, da kommen jetzt die ganzen Mails angedüst. Also ich finde das sehr praktikabel. Das sieht ein bisschen anders aus als Outlook oder so. Und da kommt genau wieder die Diskussion, ne? Die ich eben gerade an mir selber angestoßen habe. Es sieht ein bisschen anders aus als Outlook. Und genau daran liegt es halt, dass der Desktop ja tatsächlich in die Reihe kommt. Und bei all diesen Kunden, die ich also besuchen durfte oder die bei mir kommen oder die ich im Online-Unterricht habe, bei all diesen Kunden trifft es immer wieder zu, die dann sagen, ja, also natürlich haben wir Linux bei uns im Haus. Wir haben einen Proxy, wir haben Spamfilter, wir haben eine Firewall, wir haben das und das und das und das. Aber das sind Server, Herr Burkloch, das sind keine Desktops. Und da fragt man sich schon, wo kommt das her? Und Resümee, definitiv aus meiner Sicht, völlig subjektiv betrachtet, ohne wissenschaftlichen Hintergrund, ohne dass ich irgendwelche Zahlen präsentieren kann oder nutzen kann. Ich weiß nur, dass es in anderen Ländern, Italien beispielsweise, in der Verwaltung wird sehr viel Linux eingesetzt, auch auf dem Desktop. In UK, also United Kingdom, würde ich sagen, Großbritannien, wird bei der Polizei fast nur mit Linux gearbeitet. Die haben aber nicht so ein paar Heitungen gemacht. Ne? Die haben nicht gesagt, also wir kommen in den nächsten 3 Jahren überall, kommt ein Desktop auf Linux-Basis oder so. Nö. Die haben das intern fertiggestellt, ausgerollt und dann hier arbeiten. Vielleicht ist das der andere Weg, denn die End-User, die Windows 11 bekommen irgendwann, wenn sie es nicht vielleicht schon haben, die können auch nicht sagen, nee, will ich nicht. Ja, also, nein, also das ist mir ja, also die nächsten 3 Jahre kann ich doch mit Windows 10 noch arbeiten, solange wird es doch unterstützt, ihr lieben Administratoren. Und dann haben sie 1500 User und die kriegen in 2 Nächten oder in 4 Nächten, roundabout 4 Nächte wird es wohl dauern, Windows 11 auf die Maschinen gebracht über System Center Configuration Manager. Vorhin M23 finde ich ein sehr schönes Tool. System Center ist ein zu komplexes Gerät, wird aber dort eingesetzt. Die können auch nicht am nächsten Morgen sagen, wenn Windows 11, oh, ich muss mich ja neu anmelden. Ach, oh, das ist ja alles ganz anders. Das können die gar nicht. Die müssen ja auch damit leben. Und vielleicht sollte man, das kriegt man aber nie geregelt, die Leute zwingen, mal mit dem Desktop für ein paar Tage umzugehen. Vielleicht, indem man sie auch mal einführt in der Schulung. LibreOffice als Beispiel, KML ist vielleicht nicht gerade so, dann lieber Thunderbird oder Evolution. Das kann man alles schön machen, sodass es dem Endanwender auch gefällt. Und dann kann ich doch auch sagen, Mensch, komm, ne, dann kannst du hier doch dein Urlaubsbild in den Hintergrund legen. Das ist doch schön. Kannst du doch tun und dann passt das doch auch. Und ich mache jetzt mal hier
Quatsch, eine Bildansicht. Ja. Das ist jetzt eingebaut. Yep. Oh, ne? Dann hast du halt dein Katzenbild im Hintergrund oder wird das jetzt ein ganz schlechtes Bild, das ist ja unscharf, ja. Oder man geht hin und sagt, du, das gefällt mir auch nicht. Ne? Also der Garten von gestern ist kein schöner Garten gewesen. Ich mache lieber hier das mit dem Linux und na, Sync Linux. Ne? Auch hier Kret oder wie das heißt, das habe ich auch mal versucht anzupassen, da habe ich mal die Finger von gelassen. Kostet auch ein bisschen Speicher. Und die Leute, das ist diese Spielerei, ne? Das vermissen die Leute, ne? Wenn die Linux haben, das vermissen die definitiv. Die wollen also diese schöne Spielerei. Ach, mein Urlaub. Und guck mal hier, mein neues Auto. Und wir waren hier und gestern war so schönes Wetter. Ich habe zwei Bilder gemacht und so. Das wollen die, aber dann wird es schon problematisch. Ne? Im Windows kriegen sie die Bilder relativ schnell auf ihren PC oder Linux, stehen sie davor und sagen, und da geht es ja auch. Es würde ja funktionieren. Wenn man ihnen vorher mitteilt, was sie da zu machen haben, wenn es um solche Spezialfälle gehen sollte. Werden wir irgendwann als Resümee das auf dem Desktop sehen? Nee. Also aus meiner Sicht betrachtet gibt es Nischen, da ist es mit Sicherheit der Fall. Für bestimmte Anwendungsfälle, Blender-Einsatz beispielsweise oder ähnliches, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber wenn ich mir überlege, ich fahre zu einer Firma in Baden-Württemberg oder wie neulich nach Paderborn und sage den Jungs, passt auf, wir machen heute Linux-Oberfläche. Die machen das Buch so, sagen ja, wir sind jetzt um einen anderen Kurs gekommen, das kann eigentlich gar nicht sein, dass wir jetzt damit konfrontiert werden. Sage ich, ja, aber die Rechner sind nur Core i5 und haben nur ein bisschen, nur 4 GB und dann 64-Bit Windows 10 oder noch schlimmer, Windows 10, 1907, Windows 11 würde auf denen gar nicht laufen, anzubieten, zu sagen, hier, wir haben eine schöne Lösung, klein, kompakt, Linux Mint, klein, kompakt, Ubuntu, ne, mit Menüleiste statt links halt unten hingepackt und sauber konfiguriert. Oder aber ich habe 8 GB, weil unter dem macht KDE unter OpenSUSE kaum Sinn, weil es ist echt träge dann. Das kriegt man nicht hin. Und deswegen befürchte ich, weil der Kunde, der Kopf, der Benutzer, ja, ist nicht so weit, das zu nutzen. Und wenn ich hier hingehe und ich suche mir ein Spiel raus, jetzt habe ich hier nur ein Spiel installiert, oh nee, hier, Mahjong und Duke oder Inversi, aber Actionspiele, ne? Müsste ich hier in Discover-Mode gehen? KDE, Discover-Mode, ne? Dann kann ich hier noch Spiele installieren, ja, Supertux, ja, ein klassisches, oder Tux, ja. Das läuft hier sogar unter Hyper-V. Also ein bisschen was geht, ne? Also nicht viel, aber der Mensch freut sich. Und das geht immer. Ja, da muss man ein bisschen rumtricksen, also in den Einstellungen von Steam, aber habe ich schon unter KDE und natürlich selbstverständlich unter Ubuntu gesehen. Unter Ubuntu läuft das super. Mit entsprechender Grafikkarte. Also es ist machbar, aber ich hatte angefangen mit dem Resümee. Ich denke mal, nein, ne? Denn die Akzeptanz, da liegt das Problem. Und wenn die nicht von Grund auf passiert, vorhin habe ich im Chat gelesen, die meisten müssen gar nicht mehr, wenn sie aus der Schule kommen, muss sie Dateien speichern können, weil sie ein iPad oder andere Tablets im Schulunterricht, wenn sie denn welche hatten, im Einsatz hatten, dann bist du hier mit solchen Produkten, Linux, aber auch teilweise mit Windows, ganz stark am Rotieren. Ich kann mich entsinnen, vor 3, 4, 5, 6 Jahren, als vor der Pandemie, im Präsenzunterricht junge Leute, Windows 10, 1907 war das, glaube ich, am Unterricht und das dauerte 10 Tage. 10 Tage. Windows 10.
Jeder, der uns gerade zuhört, schüttelt nur verzweifelt den Kopf. Das kann doch nicht sein. Aber doch, das ist so. Weil zum Rollout-Geschäft gehören halt auch eigene ISOs machen, neue Pakete machen und neue Out-of-the-Box-Systeme bauen und nicht nur die grafische Oberfläche eines Linux Windows 10 oder Windows 11 kennenzulernen. Diese Kundschaft, die das nutzt und so geschult ist, die kann man, könnte man in Linux genauso schulen und dass wir dann in die Firmen raustragen, den Einsatz dieser Produkte. Aber die Firmen sind nicht mehr bereit, heute, Stand heute, für solche Schulungen Geld auszugeben. Denen geht momentan die, ja, das Hemd ist da näher als die Hose. Die haben wirklich momentan in den letzten 2-3 Jahren die Idee, mit Windows kann man wenigstens noch Geld verdienen. Ja? Und es spielt gar keine Rolle. Ich habe sehr viele Behörden, ich habe sehr viele behördliche Einrichtungen, die ich unterrichten darf. Und da wird nie, obwohl die alle wissen, dass Open Source der richtige Weg wäre, da kommt nie die Frage nach Open Source. Never. Ja. Ich habe eine Behörde oder hier ein Rechenzentrum, der baut das Meldewesen in eine SUSE Linux Enterprise Appliance rein. Super Geschichte, super Top Desktop. Desktop Enterprise, wohlgemerkt, nicht Server Enterprise. Und der liefert das auch so aus, unter VirtualBox im Übrigen. Und das funktioniert gut. Aber das ist eine Applikation, ne, die halt eine gewisse Sicherheit bringen muss, weil es halt um persönliche Daten geht. Und diese Akzeptanz für diese eine Applikation, weil die, das ist dieses Muss, ne, du musst das benutzen, sonst hast du keinen Zugriff. Und der Rest, ich sag mal, der Desktop ist noch weit, weit entfernt, wenn auch Linus sagt, er ist schon da. Also ich sage mal nein. Die Community, die alles entwickelt und programmiert und auch die Community, die bei YouTube sich darum kümmert, das im Einsatz befindlich zu bringen. Ich habe gerade vorhin nach dem Proxmox-Desaster meines Windows-Systems einen sehr schönen Tipp bekommen im Chat. Da möchte ich mich nochmal recht für bedanken. Das war wirklich toll. Jetzt habe ich aber die Netzwerkkarte im Windows verloren. Ja, gut, das ist halt der Nebeneffekt. Aber Fakt ist, Linux auf dem Desktop, meiner Meinung nach, in den nächsten 5 Jahren nicht. Auch Metaverse wird da nichts zu beitragen. Und auch nicht die Idee, dass alles unter dem Browser läuft. Das Stichwort hat man eben gerade. Wenn ich jetzt hier hingehe und sage, du Teams.microsoft.teamsoffice.com. Ach ja, Office als Abschluss. Alles läuft unter HTML und alles würde unter HTML funktionieren. Dann wäre es so. Auch hier sieht jetzt jeder meine E-Mail-Adresse, da habe ich auch nichts dagegen, wenn einer noch eine Frage hat. Auch bitte schickt mir die Frage, alles kein Problem. Das Passwort sehen wir natürlich nicht. Nein, das wollen wir nicht speichern. Nein, das wollen wir natürlich nicht mal gesucht. 3.748 Mails hat er gerade geholt. 3 neue E-Mails im Konflikt von Outlook.com. Okay. So, Teams. Es gab eine ganze Zeit lang Teams als Binärcode für Linux, lief überall. Microsoft hat dieses abgeschafft oder nicht mehr weiterentwickelt und hat dafür diesen Webbrowser im Linux-Umfeld. Ach, es gibt ein neues Icon von Microsoft, ich sehe es gerade. Und neues Teams-Umfeld eingebaut, hier eine neue Web-Applikation gebaut, die besser teilweise ist als die Binär unter macOS. Und läuft
absolut. Ne? Das ist super. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Umgebung. Und die geht genauso wie die normale Applikation, die ich so in meinem Windows-Umfeld habe. Dann danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, stehe gleich im Chat öffentlich nochmal zur Verfügung für Fragen etc. pp. Gerne schickt mir eine doofe Mail oder eine liebe Mail, ne, wenn ihr eine Frage habt oder so. Guckt ab und zu mal auf meinen Kanal, ihr müsst das nicht abonnieren, ich mache das nur zum Hobby. Und guckt da mal rein, Klickzahlen machen auch Sinn. Ne? Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Und nehme die Teilung des Bildschirms jetzt weg. Bin 8 Minuten ungefähr vorher. Oh, können wir ja im Chat jetzt nutzen, wer noch möchte, kann uns ja folgen. Und dann geht's los. Ich gehe in den Chat rein. Achim, in anderen Kanal warten auch schon 2 Leute dann zur Not für dich, mit denen du sprechen kannst.